Hey, hast du Hunger? Lust auf Pizza? Dann machen wir sie doch einfach und schnell. Wir brauchen 300 Gramm Mehl. So, die nehmen wir hier ab. 300. Ja. Dann brauchen wir ungefähr davon die Hälfte an Wasser. Das sind 150 oder ein Tick mehr, 160, 70 ist auch okay. Und eine Prise Salz. So, und die Hälfte eines frischen Hefewürfels. Das bröseln wir so rein. Und nehmen noch einen Schuss Olivenöl. Das lassen wir offen, das brauchen wir vielleicht nachher noch. Und dann geht's ans Kneten. Das Öl macht man rein, damit es geschmeidiger wird. Das ist ein Geschmacksträger auch. Und das macht alles ein bisschen runder. So, das Geheimnis beim Pizzateig ist kneten. Kneten, kneten, kneten. Umso mehr das eingeknetet ist, umso besser ist es. Dann streichen wir ein bisschen hier die Reste ab von der Hand. Dann habt ihr den Pizzateig fertig. Hier ist er. Und den am besten eine Stunde gehen lassen, an einem warmen Ort. Und wenn man keine Zeit hat, kann man ihn natürlich auch sofort benutzen. Aber wenn er geht, dann ist er fluffiger, leichter und besser zur Hand haben. Und wie das aussieht, so, haben wir hier und da. Viel weicher. Hier ist er noch ein bisschen hart, aber hier kann man den schon sehr gut auseinandernehmen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen und auf Wiedersehen. Tschüss.